Okay, die Schleichmuskeln feuerfrei. Cool. Huch. Ich finde das so so. Huch. Huch. Okay, Schleichmuskeln. Okay. Jenny hielt am Rande des Daches inne. Ihre Zähne klapperten im kalten Wind. Unter ihr der in der Dunkelheit unheimlich leuchtende See arterten. Von hier aus konnte sie bis zum Leuchtturm in der Mitte des Sees sehen. Nur die wohlhabendsten Familien Atherton konnten sich einen solch spektakulären Ausblick leisten. Wenn ich es über den See schaffe, ist es nur noch ein Katzensprung durch den vergessenen Wald bis zu mir nach Hause. Doch sich bei Nacht durch den See zu orientieren, war nicht einfach. Viele erfahrene Seeleute fanden auf den zerklüfteten Felsen an der Bärenklauenbiegung den Tod. Ich habe mir schon einen Weg überlegt. Zeit, von diesem Dach herunterzukommen, bevor mich noch jemand entdeckt. Verdammt! Jetzt überleg dir schnell etwas, Jenny. Und schwupps war Jenny weg vom Fenster. Ihr erstes großes Abenteuer war vorbei, bevor es richtig begann. Uff, ich bin doch hier. Oh, hänge hier nur so rum. Okay. Die Frage, das geht mir hier zu einfach da drüben? Können wir rennen? Nein, können wir nicht. Oh, achso, das geht ja immer noch. Da ist ein Baum. Und wir können rennen, endlich. Na, drei. Ich muss zumindest gucken, ob hier hinten irgendwas ist. Einfetzen. Sehr gut. Das ist der Weg zur Hauptstraße. Ich darf nicht riskieren, vom Sheriff oder seinen Schergen geschnappt zu werden. Der sicherste Weg nach Hause ist über den See. Okay. Also das Thema bleibt bestehen. Aber gut, dass wir hier hinten waren. Damit haben wir nämlich das eine, den einen Fetzen hier bekommen. So, wir gehen erstmal nach rechts, bevor ich hier nach unten wandere. Nochmal was. Noch ein Fetzen. Oh. Ich glaube, wir sollten... Warte mal, kann ich... wir nehmen den hier. Okay. Sehr gut. Wir haben eins erledigt. Okay.
Geht es hier... Nee, geht nicht weiter. Sehr gut. Also, sehr gut im Sinne von, ne? Dann geht's hier weiter. Was ist das für ein Geräusch? Ich hab... Was? Hinterher. Mysteriösen Papierflieger nehmen. Wahre Gläubiger, ich bin, was du suchst. Ich schwimme im Schatten der Giganten, die in einsamer Stille tief sich regen. Folge dem Vater, reicht die Wahrheit. Wahre Gläubiger, okay. Sie liest es nochmal vor, okay. Was für eine sonderbare und kryptische Botschaft. War sie für Jenny bestimmt? Und wer hatte sie geschrieben, Freund oder Feind? Sie könnte vom Mörder stammen. Doch es war viel zu gefährlich, dies herauszufinden. Ich muss das herausfinden. Also entschied sie sich, die Botschaft zu ignorieren und zurück nach Hause zu gehen. Das kann ich niemals ignorieren. Der Fall der mysteriösen Botschaft. Oh, was war gerade das gerade eben? Notizbuch ist aktualisiert. Könnte sie vom wahren Mörder des Dekans stammen? Endlich haben wir hier unsere... warte mal, was haben wir denn... Wir haben noch ein bisschen was gefunden. Einige Sachen haben wir nicht gefunden. Guck mal, hier, zwei Sachen fehlen. Ich glaube, das war auch so circa in der Reihenfolge, ne? Okay, so. Warum wollte Mom den Dekan am Witwenfall treffen? Wo ist das überhaupt? War sonst noch jemand dort? War das nur ein Unfall? Wer hat den Sheriff gerufen? Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Wer hat den Sheriff gerufen? Ich glaube, das ist eigentlich entscheidend. So, ist doch die Karte. Da ist eingezeichnet, wo der Mord war. Guck mal, da ist der Dekan, der liegt da. Das ist das Ding. Wo sind wir denn hier dann am Steg eigentlich? Hier ist der Mord. Na, mal gucken. Wie gehen wir weiter? Da ist ein Boot. Boot Borgen. Die SS Susie. Ein Geschenk von Susies Vater dafür, dass sie heute sein Mittagessen zubereitet hat. Was? Damit komme ich in 0, nichts über den See. Leider gehörte das Boot nicht ihr. Ich leihe es mir nur für ein paar Stunden aus. Niemand wird merken, dass es weg ist. Aber sich etwas zu leihen, ohne vorher zu fragen, ist Diebstahl. Lieber um Verzeihung bitten, als um Erlaubnis fragen. Vielleicht einfach das Walkie-Talkie benutzen? Natürlich brauchte sie einen Schlüssel für das Boot. Mann, dieses ganze Misstrauen heutzutage. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, den Motor zu starten. Ja, wir... Achtung, Stromschlaggefahr, Verbrennung, verkohltes Fleisch und Tod. Bei Entfernen erlischt die Garantie. Ich wette, ich kann das Boot kurz schließen, wenn ich diese Tafel entferne. Stromschlaggefahr. Das war viel zu gefährlich. Ich liebe Gefahr. Oh. Ein Sticker. Was haben wir denn noch hier? Wir könnten auch einfach das Schloss, aber uns fehlt die Nadel, ne? Okay, dann schauen wir es ab. Oh. Verdammt, diese ist festgefahren. Im letzten Moment durch eine rostige Schraube aufgehalten. Was soll's, Zeit, das Boot wieder zu verlassen. Es ist nur noch eine Schraube übrig. Ich versuche einfach, die Tafel abzuziehen. Und so zog sie sehr vorsichtig an der Tafel. Oh Gott. Ah. Wow, sieht kompliziert aus. Viel zu kompliziert für ein Kind. Mom sagt immer, ein guter Detektiv konzentriert sich auf die Lösung und nicht das Problem. Es sieht so aus, als könnte ich die Zündung überbrücken, indem ich die Scheiben drehe, bis alle Lichter aufleuchten. Kinderspiel.
Wir müssen alle irgendwie eine Verbindung haben. Leuchtet nicht alles, ne? Aber es sieht besser aus. Ja, geschafft. Jenny hatte eine Möglichkeit gefunden, den See zu überqueren, doch es lag noch ein langer Weg vor ihr. Sie holte ihr nun das Notizbuch raus und plante ihre Route. Zuerst werde ich mir meinen Weg um die Totenkopfinsel herum navigieren. Dann werde ich den Fluss herauffahren zur fast Fertigbrücke. Dann ist es nur noch ein Katzensprung durch den vergessenen Wald bis zu mir nach Hause. Endlich daheim. Und dann bin ich endlich zu Hause. Alles klar, dann mal los. Okay, wir haben es, glaube ich, geschafft, oder? Nach Einbruch der Dunkelheit hatte Jenny noch nie den See überquert. Wenn sie es sich recht überlegte, hatte sie überhaupt noch kein Boot gesteuert. Sie betätigte den Gashebel und fühlte, wie der kühle Wind durch ihr Haar fuhr. Nach der Ausgangssperre herumzuschleichen, hatte schon seine Vorteile. Oh. Lass mich raten, ich muss hier ungehindert durchkommen. War doch gerade da. Wo blinkt's? Okay. Es geht hier was nichts kaputt und da ist ein großer Fisch gerade. Zwei sogar. Wale wahrscheinlich. Oh, die Steuerung manchmal. Was ist hier? Wegweiser. Ach so, okay. Ach, die Steuerung ist absolut. Also sprich, der Stick guckt in die Richtung, wo ich hinfahren muss. Sticker aufheben. Sehr gut. Was sagte ich gerade? Das ist absolut. So, Gefahr, schlechte Sicht. Okay, kann ich zum Glück nicht durch. Auf der Totenkopfinsel befand sich ein verlassener Leuchtturm und ein ausgezeichneter Sandwichladen. Aha. Obwohl der Leuchtturm bereits vor über 100 Jahren stillgelegt wurde, erhellte sein Licht mysteriöserweise immer noch die Dunkelheit. Und das hat noch keiner überprüft, warum.
jetzt sind? Der Rundumfels. Ich glaube, da werde ich mal hinfahren. Und da unten ist die Bagelbucht. Die will ich mir angucken. Und den Rundumfels. Moment. Da komme ich nicht hin. Ah, kann es sein, dass man da später hinkommt? Man kommt nicht hin, ist abgesperrt. Ich glaube, wir fahren hier später nochmal lang. Ich habe nämlich auch keine... Entschuldigung, ich habe auch keine Abschätzung darüber, wie lange wir hier an dem Spiel überhaupt spielen werden. Ach, da. Noch ein Sticker. Sehr gut. Und lass uns noch mal gucken hier. Oben links. Und das andere ist dort oben. Das ist aber zu. Hier ist doch auch alles zu gewesen, oder? Ich komme hier gar nicht durch. Ich glaube, ich komme nicht später hin. Ich muss jetzt hier lang und einen Pfad finden. Macht schon Spaß, gegen alles Mögliche zu krachen. Ja, das glaube ich. Noch ein Sticker. Den Fetzen. Neuer Fetzen. Aber ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll. Nur den Weg da unten. Oder muss ich doch in den Angelbereich? Seichtes Grab, Wasserstraße, rundherum Fels. Ich komme dort nicht lang. Das hier oben ist versperrt. Da, ne? Da komme ich nicht lang. Vielleicht habe ich aber irgendwas anderes hier übersehen. Ich muss irgendwie die Barrieren öffnen können. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier. Entschuldigung. Hier irgendwas? Aber hier ist doch irgendwo was. Okay, da lang. Noch ein Stück Fetzen. Wir kommen trotzdem noch nicht raus. Ich muss irgendwie die Barrieren wegkriegen. Wir können ja mal in dem Anglerbereich gucken. Der ist ja irgendwo links, ne? Da oben ist der irgendwie. Warte mal. Da komme ich aber auch nicht hin. Schau. Doch.
Ich schwimme im Schatten der Giganten. Hier muss es sein. Ach, das komische Rätsel. Wow, das war groß. Ich muss näher ran. Was auch immer das für Fische sind. Halt! Oh, was ist das? Verstopftes Loch. Der unglaubliche rote Hering. Ein seltener und fantastischer Anblick. Ich kann kaum glauben, dass es den wirklich gibt. Jenny dachte immer, dass das nur ein altes Fischermärchen ist, aber nun, da sie ihn mit ihren eigenen Augen sah, den haben wir übrigens beim letzten Mal schon mitbekommen, da wurde drüber erzählt, ne? Er ist so schön. Aber was steckte da in seinen Schuppen? Warte mal. Nee, jetzt ist er schon wieder weg. Moment, wir müssen noch mal warten. Eine Flaschenpost. Das macht mich neugierig. Ich bin die Stimme der Vernunft, schreite zwischen versunkenen Schiffen, die einst durch den glühenden Nebel segelten. Okay, das erzählt sie jetzt nochmal. Das ist wieder ein Hinweis. Dieser Fall ist gerade noch gefährlicher geworden. Jenny hatte keine Idee, wer die Botschaften geschrieben haben könnte. Das könnte auch nur eine ausgeklügelte Falle sein. Oder die Antwort dafür, wie ich Moms Unschuld beweise. Es wäre das Beste gewesen, wieder zurückzufahren und Hilfe bei einem Erwachsenen zu suchen. Nein, ich muss herausfinden, wo das alles hinführt. Alleine. Okay, das heißt, versunkenen Schiffen. Wir müssen die einzelnen Orte, die wir haben, anfangen. Versunkene Schiffe, glühender Nebel, sollte leicht zu finden sein. Danke, Fischies. Okay, dann wieder raus hier. Aha, schlechtere Tonqualität bei aktiver App, aber nicht, wenn sie im Hintergrund ist. Das ist ja super. Da ist was mit dem PC nicht in Ordnung. Na, am Treffer. So, komm, raus hier aus der Ecke. So, ich brauche wieder einen Wegweiser. Das ist schon wieder was. Ein Fetzen, sauber. Ich glaube, hier gibt es eins von den Achievements komplett hier in dem Teich, oder? So, ich fahre wahrscheinlich komplett falsch hier. Ja, ich bin am Anfangsort. Super. Handy. Ja, es liegt an Android. So, hier ist ein Wegweiser. Seichtes Grab, Wasserstraße und Gefahr, schlechte Sicht. Ich glaube, wir müssen einfach bis nach unten hier. Jetzt ist hier offen. Aha.
Jenny steuerte das Boot vorsichtig durch den dichten Nebel. Es riecht nach vergammeltem Fisch. Viele Schiffe hatten hier die Orientierung verloren und liefen auf die spitzen Felsen auf, bevor sie vom See verschlungen wurden. Vielleicht kann ich etwas Licht auf diese Geisterschiffe werfen. Das ist aber ein Flugzeug, kein Schiff. Ist nichts. Na, du komm. Mitnehmen. Noch eine Flaschenpost. Langsam habe ich das Gefühl, dass das zu nichts führt. Ach, das was drin. Komm, und raus mit dem Ding. Ich bin Hoffnung in Finsternis, sitze in Spirale uralten Steins entgegen der Uhr, dreh ich allein. Was sollen diese ganzen verschlüsselten Botschaften und wohin führen sie? Ich sollte von hier verschwinden, bevor ich selbst noch zu einem Geist werde. Okay. Erstmal wieder raus aus dem Dunst. Aus Kirsten Dunst. Oh. Puh, ich hab's überlebt. Oh. Dann so viel mal nach dieser spiralen uralten Steins, ja. Spirale uralten Steins ist rundrum Fels, entgegen Uhrzeigersinn. Ich glaube, das ist der nächste, den wir da haben.